Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Jetzt gab es ja quasi eine Woche lang keins, da hatte ich ein bisschen Pause mit dem Collection-Update gemacht, hatte auch einiges zu tun mit ein paar Farms. Und jetzt gibt es wieder ein kleines Video dazu und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir die letzten, ja mittlerweile sind es 2 Wochen, so plus gemacht haben. Da habe ich meine Tabelle zu. Und als allererstes gucken wir mal vom Overall-Score, da haben wir plus 3621 Punkte gemacht. Dann, was doch ganz gut ist, wenn man jetzt so die letzten Wochen sieht, gut, davor hatte ich 2900 plus gemacht, liegt dran, weil wir ja da so viele T-Mog-Sachen uns geholt hatten. Seht ihr, da hatten wir 2200 T-Mog-Items geholt. Das waren diese 2000 Ehrenabzeichen, die ich rausgehauen hatte. Deswegen hat da quasi das T-Mog uns gecarried und jetzt für 2 Wochen, ohne dass wir uns da jetzt einen Haufen Ehrenabzeichen rausgehauen haben, haben wir trotzdem ein bisschen was plus gemacht. Gucken wir uns die einzelnen Punkte an. Bei den Achievements-Punkten sind 10 dazugekommen. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass mir immer wieder, ihr seht es, hier waren es auch schon dieselbe Anzahl, immer mal wieder welche abgezogen, welche dazugezogen werden, je nachdem welchen Covenant ich switch. Ich glaube, da war ich gerade zufällig wieder Ventier, als ich es eingetragen habe. Also das mit den Achievements und den Covenants ist ein bisschen ein Mist, aber ich bin auch dran, jede Woche schön meinen Gluthof zu machen, dass irgendwann ich die ganzen Ventier-Achievements auch auf dem Main habe und nicht nur auf dem Zweitchar. Und dementsprechend, dass wenn ich dann switch, die auch quasi angerechnet bleiben. Zumindest auf Data Phaserod. Dann die Feast of Strengths. Ja gut, da hat sich eigentlich nichts getan. Bloß ist da ja die Aufteilung jetzt auf der Seite ein bisschen anders. Das wollte ich eigentlich noch ändern. Bin ich aber irgendwie noch nicht so ganz zugekommen. Mittlerweile haben die ja die Heldentaten in Legacy Achievements und Feast of Strengths aufgeteilt. Und da ist meine Tabelle jetzt irgendwie nicht mehr so ganz akkurat, dementsprechend muss ich halt ein bisschen gucken. Ne? Ich muss das, glaube ich, hier, wenn dann beides zusammenzählen oder ich mache meine Tabelle neu, dann muss ich aber hier einiges rausschmeißen. Mal gucken, das mache ich vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht, mal schauen. Dann bei den Mounts hatte ich eins dazugekriegt, das war, glaube ich, das Shop-Mount, dass ich jetzt, das jetzt quasi hier mit reingerechnet wird. Dann Pets habe ich ja soweit alle, da gab es nichts Neues. Pet Score ist ein bisschen hochgegangen, denn ich habe jetzt die Pets mal abgegradet. Die, ich glaube, 2, 3 neue hatte ich ja vor 1, 2 Wochen bekommen und die hatte ich noch nicht abgegradet, ne? Dann Titel haben wir keinen neuen. Wir haben eine neue Reputation. Das hört sich nicht viel an, ist aber ein ziemlicher Grind gewesen. Und zwar hatte ich ja vor 2,5 Wochen war das, erst Arati auf meinem Hordenschar hochgegrindet. Es ist ja so, mir fehlen ja nur noch auf der Hordenseite quasi, jetzt, was leuchtet da? Ach, ich wurde angeschrieben, oder? Ich habe ein bisschen Paranoia. Ich bin nämlich noch mit dem Hordenschar online. Und das ist ein Testschau, nicht, dass der von der Zeit drüber geht, weil ich habe ein Item, das ich euch zeigen will. Nee. Aber was ich erzählen wollte, bei den Reputations ist es so, dass ich ja vor 2,5 Wochen Arati hochgebastelt hatte. Also die, ich weiß gar nicht, wie die auf der Hornseite genau nochmal heißt. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich das ja in dem Arati-Kinderspiel-Event gefarmt. Und jetzt war letzte Woche, oder vor einer Woche, genau, war es so, dass man Warsong relativ gut hochfarmen konnte, denn da war das Warsong Brawl und da konnte man 10 Flaggen in einem BG abgeben, dann auch noch den Rufbonus von 17%, den es im Moment über das Geburtstagsevent gibt und da habe ich dann ordentlich losgelegt und die Warsong-Fraktion in einer Woche tatsächlich auf ehrfürchtig gespielt. Das war ein ganz schöner Hustle, also ich sag mal so, ich bin doch einige Warsong-Runs gelaufen, hat ein paar Nerven verloren, vor allem weil mein Hordenschar doch ein bisschen lower equipped ist. Und ja, die Ruffraktion ist hart erkämpft, also wer schon mal die Classic-PvP-Fraktion hochgespielt hat, der weiß, eine Fraktion in der Woche hochzuziehen ist schon tough. Gut, wie gesagt, über die Brawls geht es natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt ist noch eine Fraktion offen und zwar AV, da bin ich im Moment auch schon dran. Die habe ich jetzt auf Respektvoll schon gespielt. Die nächste 1, 2 Wochen werde ich jetzt noch gucken, dass ich AV noch hochziehe und dann fehlen mir, glaube ich, noch insgesamt 4 Fraktionen müssen es dann sein. Die sind in Wattle noch, da warte ich auf Wattle Timewalker und das müsste, jetzt muss ich mal kurz gucken, Wattle Timewalker kommt ja einmal im Januar, da werde ich die dann noch hochziehen und dann werden wir mal schauen, dann habe ich nämlich alle Fraktionen auf Max und zwar sind es 200
201, ne? Ich bin jetzt mittlerweile auf World 7 mit den Reputations im Account und ihr seht, 201 sind das Maximum und da bin ich dann auch, wenn ich jetzt die Warsong habe ich, die AV-Fraktion, also dann sind wir bei 197 und dann plus die 4 Wortel-Fraktionen, dann sind wir bei 201, genau, also da bin ich auf jeden Fall dran und das hat tatsächlich auch die meiste Zeit in Anspruch genommen, Warsong hochzuballern. Dann Rezepte, bin ich immer schön dran, dass ich meine täglichen Cooldowns bei den ganzen verschiedenen Berufen durchhau, also ich habe meinen Schneider, ich habe meinen Inji, ich habe meinen Juve, ich mache auch, mittlerweile machen wir zwei Chars, sowohl die Wortel als auch die Cutter Juve Daily, da braucht man ja hunderte von diesen Marken, das bin ich auch noch am machen, die habe ich aber noch gar nicht ausgegeben, die Marken, also das kommt dann auch noch dazu, aber das sind einige Rezepte, 176, Maha kaufe ich auch mal wieder immer welche, ich habe letztens, waren es 3 Millionen Gold auf Lothar rüber getradet, da habe ich nämlich meine Berufschars, bloß habe ich auf dem Server halt blöderweise keine, ja, also keine Vorrichtung quasi installiert, dass ich Gold übers Auktionshaus reinholen kann, das mache ich ja auf Blackmore und auf Antonidas und ja, ich habe halt blöderweise meine Berufschars auf Lothar noch, weil das der Server ist, wo ich gestartet bin und da habe ich halt einige Classic-Rezepte noch, die es nicht mehr gibt, deswegen muss ich es halt blöderweise auf dem Server machen und da habe ich ein bisschen Gold rüber gebastelt, dass ich da dementsprechend die Rezepte holen kann, beziehungsweise das ein oder andere muss ich auch noch craften, ein bisschen skillen und so, das ist ziemlich teuer tatsächlich, also da geht gut was an Gold raus. Dann hatten wir hier mit den Quests ein bisschen was plus gemacht. Ich glaube, auf der Hornseite 1-2 Quests gemacht. Dann habe ich mit so meinem Gnomen-Char das Gnomen-Startgebiet gespielt. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass es da noch extra Quests gibt, wenn man einen Gnomen hat. Das habe ich noch mitgenommen. Dann haben wir 9 Toys plus gemacht. Das waren, glaube ich, jetzt aus Patch 9.1.5 ein paar Toys, unter anderem die, die man beim Erbstückhändler kaufen konnte. Appearance habe ich auch ein paar Plus gemacht. Ich habe immer zwischen den BGs habe ich ein paar Dungeons gefarmt. Erst wollte ich in MOP so ein Dolch farmen. Ich kann euch mal zeigen, welchen ich meine. Und zwar, das ist MOP. Hier, mir fehlt hier aus einem 5-Mann-Dungeon noch so ein Dolch. Bloß, der hat so eine beschissene Drop-Chance auf die verschiedenen IDs, wenn man die bei WoW Head nachguckt. Das eine ist bei 0,00, also wirklich 0,00. Ist die Top-Chance, beim anderen steht 0,04%. Also die ist extrem low. Ich habe mittlerweile über 300 Tries. Das Ding will nicht droppen. Und dann habe ich es ein bisschen aufgegeben mit dem Ding. Habe ein paar Sachen in WoD gefarmt. Also in den WoD-Dungeons. Zwischen den BG-Queues, also zwischen Warsong und zwischen jetzt AV, was ich am Farmen bin. Dann kamen auch ein paar T-Mog-Teile tatsächlich rum. Dann habe ich noch ein paar Alts hochgespielt und zwar 4 Chars habe ich auf die Max-Stufe gespielt. Schon mal in Vorbereitung auf nächste Woche. Da beginnt ja dann einmal das Timewalker-Event Legion und damit der Mage-Tower. Jetzt habe ich alle Klassen einmal aufs Level 60, dass ich dann auch die Mage-Tower-Skins mitnehmen kann. Da wird es dann wahrscheinlich auch während ein Legion-Mage-Tower-Gedönse kein Collection-Update geben, denn ich werde da einmal durchhasseln und versuche alle Challenges mit allen 36 Chars bzw. Specs zu schaffen. Mal gucken, wie viel es dann am Ende werden und ja, da wird, denke ich mal, das ein oder andere Video zu auch kommen. Dann, Allscore ist irgendwie runtergegangen. Ich vermute, ich habe ein paar Test-Chars gelöscht, dass deswegen der Allscore runtergegangen ist. Dann Ehrenstufe sind wir von 800 auf 820. Habe wieder ein bisschen BGs gespielt. Ja gut, ich war ja auch mit den, also mit dem Zweiter-Comp bin ich eh immer im Epic-BG unterwegs, das ist eh klar, aber selbst mit dem Main-Account habe ich ja die Ruffraktion hochgespielt, da gab es dann auch ein bisschen Ehre und halt auch ehrenhafte Kills. 6000 haben wir da auch nochmal plus gekriegt. Dann können wir mal hier runter gucken, vom All the Things sind wir von 1588 auf 1441 beim Druid, das sind 147 Items runter. Und achso, da muss ich, da habe ich die Zelle nicht formatiert, wieder perfekte Vor. Moment, da muss ich das, glaube ich, machen. Ah, genau, und von den Prozenten sind es 0,19 und das Account-Modus muss ich jetzt dann gleich nochmal eintragen erst. Da müssen wir mal gucken. Aber bevor wir das machen, können wir hier nochmal einmal so ein bisschen durchklicken. Ich habe nämlich auch hier ein paar Sachen rausbekommen. Erstmal unter Classic ist eine Instanz rausgeflogen. Und zwar hat mir der Justin, jemand aus dem Stream, ein bisschen was gefarmt gehabt. Und ich glaube, das war die tiefschwarze Grotte. Das war ein Item,
was er mir gegeben hatte. Das hat er neben, wir haben ein bisschen zusammen die BGs gefarmt, er zwischendrin, ich habe Neo Zau Tempel gefarmt und er farmt hier die BOE-Items aus dem Classic-Bereich für mich, was sehr, sehr nice ist. Und da hat er mir eins aus dem Tiefschwarze Grotte, so ein BOE gegeben und die Classic-BOEs, die droppen richtig scheiße. Also da musst du echt lang farmen. Und was er mir vorher noch gegeben hat, hier den Kopf, der ist einmal aus Sholo und der ist auch richtig selten. Den habe ich auch noch vom Justin gekriegt, da nochmal Grüße raus und vielen Dank dafür. Den habe ich jetzt hier auf dem Testchart, deswegen musste ich mal gucken. Letztens hieß es irgendwie, Testcharts halten nur noch 10 Minuten. Das kann ich definitiv hier verneinen. Also den, auf den bin ich jetzt schon ein bisschen eingeloggt. Ich hatte schon ein bisschen Panik, nicht, dass ich das Item jetzt gekriegt habe, was recht selten ist. Und dass der Char dann irgendwie ausgeloggt wird und ich dann nicht mehr einloggen kann. Und dann das quasi das Item Fujikato ist. Das wäre nämlich relativ ärgerlich gewesen. Gut, haben wir das auch noch gelernt. Und ihr seht, jetzt ist hier aus Classic dann quasi auch nochmal eine Instanz rausgeflogen. Jetzt haben wir nur noch das Scharlachrote Kloster und Burg Schattenfang hier in der Liste drin. Aus den anderen Sachen habe ich leider nichts bekommen. Wie gesagt, Cholo bin ich jeden Tag am Abfarmen. Da geht leider nichts. Und Neo Zau Tempel, ne? Da habe ich jetzt über, ich glaube, 340 Tries oder irgendwas habe ich. Ja, es ist ätzend. WOD hier aus den Instanzen habe ich ein paar Sachen bekommen. Zwischendrin auch mal ein bisschen was mit dem Hordenschar gefarmt. Aber da ist auch nochmal einiges leider offen. Und Ding war ich vorhin auch wieder hier Legion, die zwei Raids, die ich noch offen habe, das wurde leider auch nichts. Was ich dann aber noch zusätzlich gemacht habe, und zwar habe ich sowohl die verschiedenen Gestalten von den Reisegestalten bzw. Fluggestalten gefarmt, die jetzt in 9.1.5 rausgekommen sind. Das habe ich noch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile hier als irgendwo als Collect drin sind. Aber da ich die jetzt alle geholt habe, sind die gar nicht mehr, werden die hier eh nicht aufgezeigt. Und was ich dann noch gemacht habe, sind Soul Shape Gestalten. Und zwar habe ich mir fast alle neuen Soul Shape Gestalten geholt. Ein paar fehlen noch. Da muss ich auch noch das Video für die Kleintiere fertig machen. Für die normalen Gestalten habe ich das schon gemacht. Und da sind halt auch einige Sachen rausgeflogen. Da sind bestimmt allein 20, 30 neue Soul Shape Gestalten reingekommen. Und ihr seht, viele sind es jetzt tatsächlich nicht mehr, die mir fehlen. Die werde ich mir jetzt die Tage auch noch fertig holen. Genau, das war eigentlich soweit das, was ich die letzten zwei Wochen so durchgezogen habe. Die Woche, wie gesagt, AV machen wir noch fertig. Und dann ist ja nächste Woche schon großes Event mit dem Mage Tower. Dann würde ich sagen, gehen wir noch in den Account-Modus. Und zwar switchen wir hier noch einmal. Bop, bop, bop. So, und da sind wir jetzt bei 73%. Warte, das trage ich jetzt hier noch schnell ein. Dann sehen wir uns, oder können wir uns auch die Differenz anschauen. Also 46.258 und 73,03. Aber ich bin gerade echt am Überlegen. Ich habe minus 1166 Items gemacht. Ich bin gerade echt am Überlegen, wo diese ganzen Sachen herkommen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so viel auf dem Account gemacht habe, aber ich vermute, dass das tatsächlich hauptsächlich Rezepte sind, die einmal ja immer unter dem Drop fallen, wo man die herbekommt und dann nochmal unter dem Beruf drin sind und dass es wahrscheinlich deswegen so viele Items sind, ne? Und dann sind es ja auch noch ein paar Appearance und so, die bestimmt auch accountweit sind und dementsprechend kommen diese 1000 irgendwas Items zusammen. Es sind immerhin 0,66%, obwohl ich jetzt nicht irgendwie krass T-Mog gefarmt habe, sondern eigentlich zu 90% würde ich sagen, Ruf tatsächlich, was ich da geholt habe. Gut, okay, dann sind wir soweit wieder durch für die Woche. Wie gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich erstmal zwei Wochen oder zweieinhalb, muss ich mal gucken, kein Collection-Update mehr geben. Da werden wir jetzt erstmal ein bisschen durchziehen im Mage Tower und ja, dann sehen wir uns danach wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.